Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Half-Life 1 und wir sind in Ravenholm und schauen jetzt mal an, wie es hier in der Zombie-Stadt so weitergeht. So, hier durch die Tür und die drei sehen so aus, als wenn sie nicht mehr aufstehen. Okay. Aber da wird jetzt gleich noch was kommen, deswegen liegt hier das Ding. Also einmal speichern. Und dann kommen die wahrscheinlich von hier unten. Jawohl. Ja, drei Stück in einer Reihe. Das ist doch schon mal kein schlechtes Zeugnis. Dann gucken wir mal, was dieser Haken anrichten kann. Bei denen. Naja, erschlagen. Auch nicht schlecht. So. Nee, nicht der Tisch. Der Haken bitte. Nein, der Headcrab bewegt sich nicht mehr. Der auch nicht. So, dann haben wir unsere Säge wieder. So. Wir werden mal schauen, was uns hier erwartet. So, dem rechts traue ich nicht. Der da vorne hat keinen Headcrab auf dem Kopf. Bei dem rechts kann ich es nicht sehen. Von daher mache ich das so. Ja, wir können auch die Health Kits zu uns ziehen. Okay, der war auch schon tot. Weil tot sind die ja scheinbar alle. Aber nicht mehr untot eben. Okay, das ist eine andere Klasse von Gegnern. Ich schieße das jetzt nicht nach draußen, sondern ich lasse sie jetzt tatsächlich bis hier hinkommen, damit ich die immer wieder einsammeln kann. Denn die kommen ja jetzt, das waren ja drei oder so. Da war doch eben ein Geräusch. So, und das hier ist die Stelle, die... Also dieses Haus, dieser Eingang hier, das war die Stelle, die sie als Demo für die Physik Engine genommen haben. Und haben dir die Gravity Gun in die Hand gegeben. Und haben hier diese ganzen Sachen, die Heizungen und so, genommen. Um das alles. Auch genial. Nee, das kann es nicht sein. Da ging es nämlich eine Treppe hoch. So, Dankeschön. Du hast mir jetzt die Möglichkeit gegeben. So, die Möglichkeit gegeben, hier weiterzugehen. Ach, da geht es auch die Treppe hoch. Genau. Da ging es dann die Treppe hoch und da war ein Zombie oben. So, ich gehe tatsächlich hier und lasse den runterkommen. Auch wieder, damit ich das Sägeblatt leicht wieder einsammeln kann. So. Ah, jetzt hänge ich hier überall fest in der Botanik. In der Architektur hier. Ich kann es nicht in die Hand nehmen. Ich muss die Gravity Gun verwenden. So, dann lassen wir das erstmal fallen und schauen mal. Da ist nichts dahinter. Große Kiste, nichts dahinter. So, dann gucken wir mal, was hier ist. Hier noch ein. Nein, hier sind nur zwei Headcrabs. Die haben uns zwar ein bisschen Schaden gemacht, aber das ist nicht allzu tragisch. So, schauen wir mal hier. Die hauen jetzt auf die Kisten drauf. So. Und dann stehen die hoffentlich auch bald hintereinander. Nein, sind sie nicht. Aber so kriege ich sie trotzdem beide. So, und da ist unsere Säge wieder. Wie gesagt, wichtiger Punkt. Einmal rumdrehen. Das?
ja, wenn ich hier lang laufe, gibt es einen Sound. Okay. So. Ach, lassen wir die erstmal schießen. So, das kennen wir noch aus Half-Life 1, die Taktik. Erstmal die Gegner schießen, erstmal die Gegner gegen die anderen kämpfen lassen und dann selbst eingreifen. So, Säge, wo bist du? Hier bist du. Speichern und Tür auf. So, falls die Tür hinter uns zugeht, unwiederbringbar zugeht. Denn die Türen hier gehen jetzt wieder zu. Ja. Ja, das ist jetzt tatsächlich einer der schweren Kämpfe. You've stirred up hell. Man after my own heart. Here I have a more suitable gun for you. You'll need it. Catch. Good. Now, keep it close. My advice to you is, aim for the head. Hush. They come. Da. There is no rest in Ravenholm. Move on and I will meet you at the church. I remember your true face. So, ich habe mit Absicht nicht die Säge genommen. Das war nicht viel Schuss übrig. So, jetzt geht das hier hoch. Und daher ist einer gehängt worden. Und dann geht es hier hoch. Und das ist jetzt... Diese Tür geht erst auf, wenn wir sie aufmachen. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Können die Tür aufmachen? Nein, können sie nicht. Aber sie können durch die Decke hinein. Okay. Gut zu wissen. Und da sieht man jetzt, das sind diese langbeinigen. So geht das natürlich auch. Bitte. Achso, die kann nur 6. Okay. Dann speichern. Denn jetzt sind wir unten im Offenen mit diesen Gegnern. Und vor denen musste man dann wegrennen, weil man ja nicht die Pumpgun benutzen durfte. Die Schrotflinte durfte man nicht verwenden. Ansonsten hat man das Achievement nicht mehr bekommen. Und das ist einer der ärgerlichsten Zombies. Der schmeißt nämlich eben genau die hier. Und wenn er stirbt, erst recht. Aber den musste ich erledigen. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal lang muss. Und wenn ja, dann... Ja, ist das sehr problematisch. Wie gesagt, die sind... so eine der schlimmsten Zombie-Arten von dem Spiel. So, die Schrotflinte. Nein. Da ist die Schrotflinte. Die Nummer 4. Ja. Typischer Audiofehler, der kommt, wenn ich... So, da schmeißt der jetzt hier das Zeug runter. Typischer Audiofehler, der kommt, wenn ich ein Geräusch auslöse, während ich den Ladebildschirm auslöse. So, und das hier ist jetzt eine sehr miese Stelle, denn hier kommen jetzt immer mehr Zombies. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach an und wie man sieht, ja, das war gut.
Wie man sieht, das Ding bringt mir nicht viel. So. Tatsächlich ist hier das, was ich brauche, Geschwindigkeit. Ich muss hier durch, und das ist das Schlimmste, hier ist wieder so ein Gift-Zombie. Ich muss hier entlang. Ja. Die sind, wie gesagt, und die Zombies dazu. Wenn ich beim Reden Pause mache, liegt das daran, weil es so laut ist. Die haben endlos Munition von den Viechern. Und die Zombies respawnen auch, deswegen kümmere ich mich jetzt gar nicht mehr groß darum. Nein, das ist es nicht. Ich muss mir überlegen, wie das war. Hier runter. Gut, hier kriege ich ein bisschen Kram. Das war es nicht. Ich muss dieses Ding hier bewegen. Genau, ich muss dieses Ding hier. Das ist ein schweres Ding. Wie gesagt, die sind fies und schnell und fies und so. Und hier kommen jetzt eigentlich auch immer wieder Zombies nach, von daher ist es tatsächlich klug, gar nicht großartig viel zu machen. Wichtig ist nämlich, dass ich hier die Stelle finde, wo ich dieses Ding hier rüberfangen kann. Arg! Ja, jetzt seht ihr, im Stress bin ich nicht zu gebrauchen. Jetzt haben wir es doch. Das Ding fährt rüber. Und einfach durch und weiter. Das ist wichtig. So. Die schwarzen Viecher können weit springen. Sehr gefährlich. Aber jetzt kann ich von hier aus hier rauf. So, dann hier. Ich hatte gehofft, dass mein Freund sie... Hark! Was bin ich? Glaubt das nicht, der schnappt sich die Leiter nicht. Ich habe jetzt wirklich fünfmal versucht, diese Leiter in die Hand zu nehmen, dass ich hochklettern kann. How came you here, brother? This is the wrong side of town for you. Did I not tell you to seek the church? Mend your ways before it is too late. So. Fast alle erwischt. Da kommen noch mehr. Ich will bitte das Sägeblatt haben. Und die zweite Fuhre. So. Ja, das ist die falsche Seite des Ortes, das stimmt. Aber es ist auch die einzige, wo wir haben hingehen können. Und jetzt haben wir das und jagen die mal in die Luft. So, das war meine letzte Granate in dem Maschinengewehr. So, mal speichern. Und da ist unser Sägeblatt. Das Sigurd ist schon wieder weg.
Sägeblatt. So, dann gucken wir mal erstmal hier oben nach. Da ging eine Leiter nach oben. Und hier oben ist nicht... Na gut, hier könnte noch was drin sein. So. Da kann ich immer die Kisten zerschlagen. Na okay, die Tür hier geht tatsächlich auf. Und da kommen die... Jetzt finde ich natürlich, da ist es, das Sägeblatt nicht mehr, wollte ich sagen, aber da ist es. Und da ist mein Sägeblatt wieder. Das ist immer der mein Hauptkonzern in diesem Spiel gewesen. Und ich sage an dieser Stelle vom Spiel, wo habe ich mein Sägeblatt liegen lassen? So. Jetzt habe ich das Problem. Das war genau die Stelle, wo ich viel hin und her rennen musste. Und zwar aktiviere ich jetzt zunächst einmal. Ah, wo könnte ich denn runter am besten? Na, hier runter. So. Ah, so ein Mist. Ich hatte gehofft, dass ich ihn erledigen kann, bevor er das tut. Naja. Ich muss... Ach, komm schon. Hier hoch. Hier hoch. Jetzt kann ich tatsächlich es anders machen, nämlich so, wie es eigentlich gedacht ist. Einfach hier bleiben. Nachladen. Vorher musste ich in diesem Abschnitt ständig hin und her rennen, anstatt hier oben zu warten und die Gegner zu killen. Tatsächlich. Endkampf, Bosskampf, quasi. Ich muss jetzt hier so lange durchhalten, bis der Wagen angekommen ist. Und wie gesagt, in dem anderen Modus, wenn ich das Achievement habe, darf ich hier nicht kämpfen. Und dann muss ich durch die Stadt rennen, vor denen abhauen, bis der Wagen da ist. Und dann schnell wieder hier hoch. Jetzt darf ich hier zum Glück abballern, was das Spiel um einiges vereinfacht, ganz ehrlich. Trotzdem kann ich, wenn die sobald die im Nahkampf sind, sie kaum treffen. So, er schickt mir den Wagen rüber. Schickst du mir den Wagen auch rüber? Also der Wagen ist hier hinten. Diese Kapsel, die da steht. Mist, jetzt habe ich gerade auf Nachladen gedrückt. Da kommt der eher. Ich habe dreimal geschossen und nicht einmal getroffen. Herrlich. Ich bin echt nicht gut in diesen Spielen. Trotzdem macht mir dieses Spiel extrem viel Spaß. Auch wenn ich manchmal Stellen wie diese habe, wo ich ein wenig am Frustrieren bin. Das war ein guter Treffer. Und ich komme jetzt hier tatsächlich auch ewig nach. Also, das Lustige ist, indem man durch die linke Maustaste drückt, so schießen, verziehe ich. Es ist so genial. Ich weiß genau, was meine Fehler sind und ich krieg sie nicht los. So, den machen wir noch platt. Genau, in den Kart rein. Und jetzt... Jetzt funktioniert der Hebel. Jetzt kann ich nach unten zu ihm. Und kann mit ihm zusammen weiter. Das ist jetzt quasi das Ende von Ravenholm. Ich mag diesen Abschnitt einfach mit den Rätseln. Dass man da das Auto fahren muss. Dass man da das Gas aus- und anschalten kann. Und dadurch dann durch kann und so. Und eben auch die Zombies. Ist einfach toll. You are to be commended for avoiding my traps. The work of a man who once had too much time on his hands and now finds time for nothing but the work of salvation. I suspect you have little wish to remain in Ravenholm, so I will show you to the mines. As for me, a shepherd must tend to his flock, especially when they have grown unruly. Follow me, brother, and
tread lightly, for this is hallowed ground. Heiliger Boden. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Friedhof der Kirche. So, jetzt für eine kurze Zeit haben wir wieder einen Freund, der uns hilft. Huch, da war ich zu schnell. Ich sollte ihn ein Stückchen vorlaufen lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Und hier haben wir wieder unsere Freunde. Sage mal, ich will hier rüber. Aim for the head. Come. So, wir lassen die Zombies mal etwas näher kommen, zumal weil er endlos Munition hat, zum anderen weil wir sie dann vielleicht in der Gruppe erschießen können. Na gut, so. Na bitte. Na, da fahren wir gleichzeitig. So, dann wollen wir speichern und weitergehen. Leider kann ich nicht mehr als eine von denen mitnehmen. Return to your true nature. May the light of life be with you. Be free, my child. I think no worse of thee. So. Dann laufen wir weiter. Hey, was gehst du doch so nah an die Explosivfässer ran? Ich meine, allgemein, warum hat dieser Friedhof Explosivfässer? Ganz ehrlich. Das ist mehr als concerning. Aber ich kann die nutzen. Zum Beispiel so. The grave holds nothing worse for you. So. Solange der da steht, nehme ich an, dass die, dass da noch Gegner da sind. So. Da hat er noch einen erwischt. Ach, der ist noch da. Das hatte ich sogar nicht gesehen, weil er im Dunkeln war. Hätte ich mal Licht anmachen sollen, ja? You meant no harm. Vor. Das hört sich nicht gesund an. Und das liegt daran, weil das so ein schwarzes Schmeißvieh ist. Und da ist das in Stücke gerissen worden.
Aber die sind noch da. So wohl. Nimm. Genau. Ja, genau. Halte du das Tor. Hier durch. Hier durch. Wir sehen uns wieder, hoffentlich. Oder zumindest überlebe. Ich glaube ja nicht, dass er es überlebt. Aber das war Ravenholm. Jetzt geht es ab in die Minen. Hier ist der Minenschacht. Und das ist auch so eine Stelle, wo ich üblicherweise einfach runtergefallen bin, weil ich zu doof war. So. Man kann das schaffen, ohne runterzufallen. Eigentlich. Hier unten sieht man auch nochmal die Gegner. Das ist wieder so einer, der Gift macht. Oh, Glück. Das war Glück. Ich dachte eben schon. Da mir die am ungemütlichsten sind, mache ich die zuerst platt. Hier erkennt man daran, dass sie sich langsam bewegen. Die anderen bewegen sich ziemlich schnell. So. Ja. Das sind viele. Jetzt haben wir es da. Okay. So geht's auch. Ja, ich versuche jetzt so viele wie möglich von denen so loszuwerden, weil, wie gesagt, das ist nicht sehr schön, gegen die zu kämpfen. Kommen noch Munition. Ich hoffe, das waren jetzt die ganzen Schwarzen schon mal. Also die ganzen, nein, da ist noch eine Giftkrabbe. Die Schnellen, die sind ja nicht so schlimm. Die machen zwar Schaden, aber, die Schwarzen sind halt so, also die Gift-Headcrabs sind ja so, dass sie, wenn sie dich treffen, deine Lebensenergie auf 1 runter machen. Und wenn du dann von einem anderen getroffen wirst, bist du sofort tot. Deswegen sind die quasi am schlimmsten. Die anderen ja, okay. So. Kommt. Die schlagen halt hier Haken, so wie die Menschen, nachdem sie sie infiziert haben oder nachdem sie sie übernommen haben, das auch tun werden. Die hier zwar auch, die geht sogar in Deckung. Aber noch haben nämlich alle nicht richtig bemerkt. Da ist es so weit weg, dass die Streuung zu groß. So. Das sind eigentlich die, die mir am wichtigsten sind. Die anderen. Die machen dann halt Schaden, aber das kann man alles wieder. So. Dann würde ich sagen, wagen wir es mal ab nach unten. Und eigentlich würde man, die Idee ist quasi, dass man jetzt gegen die alle kämpft. Was mir tatsächlich einfach zu kompliziert ist. So. Ja.
Und jetzt geht das hier weiter. Das ist auch das letzte Rest meiner Munition. Irgendwie so. So. Dann gehen wir hier hoch. Die will ich auf jeden Fall loswerden. So. Die anderen kriege ich auch. Ah, da sind jetzt hier hinten wieder neue gespawnt. Ja, dann kriege ich auch so besiegt. So. Das kann ich alles mit der Gravity Gun zu mir ziehen oder einfach darunter ziehen. Da muss ich eh hin. Und das ist der nächste Abschnitt, wo ich typischerweise runterfalle. Und wie man sieht, das ist so auch vorgesehen. Okay, und dann würde ich sagen, bevor wir uns die Minen im Detail angucken, gucken wir, was die Woche bringt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Panty spielt Half-Life 2. Ciao, miau!